Es gibt ein paar neue interessante Infos zu zwei mehr oder weniger großen Flughäfen, bei denen ich mir mittlerweile sehr, sehr sicher bin, dass sie euch sehr interessieren. Und es geht zum einen um den neuen Istanbuler Flughafen und es gibt Neuigkeiten zum Hauptstadtflughafen in Berlin. Ob das jetzt spektakuläre Neuigkeiten sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden, gerade bei denen aus Berlin. Aber es sind ein paar Infos zusammengekommen, die ich gerne mal für euch zusammentragen möchte. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und eine Sache möchte ich direkt mal vorweg sagen. Heute in dem Video sprechen wir ein bisschen über den neuen Istanbuler Flughafen und auch ein bisschen über den Berliner Hauptstadtflughafen. Und ich weiß, dass den ein oder anderen, den erfüllt ein so mancher Flughafen schon mit unermesslichem Stolz. Und das kann ich nicht immer ganz nachvollziehen, aber ist von mir aus in Ordnung. Nur eine Sache möchte ich dazu sagen. Allein dadurch, dass ich jetzt den Hauptstadtflughafen in Berlin und den neuen Istanbuler Flughafen in einem Video versuche unterzubringen, allein dadurch liefere ich schon den perfekten Anstoß für eine ganz, ganz wilde Diskussion. Aber denkt bitte daran, dass sich nur durch einen Flughafen nicht unbedingt wirklich gute Rückschlüsse darauf ziehen lassen, ob ein bestimmtes Land jetzt besser ist als das andere oder einfach cooler ist als das andere. Und schon gar nicht lassen sich darüber Rückschlüsse auf die jeweiligen Staatsoberhäupter des Landes ziehen. Also, es geht hier nicht um mehr oder weniger politisch korrekte Diskussionen und auch nicht darum, welches Land jetzt das beste Staatsoberhaupt hat oder nicht. Es geht einfach um zwei Flughäfen. Das nur mal so am Rande. Also fangen wir mal an mit dem alten, neuen Berliner Hauptstadtflughafen, der nie fertig werden möchte. Und ich weiß, man ist es ja mittlerweile echt so ein bisschen leid. Also Neuigkeiten dabei ganz bewusst in Anführungszeichen, gibt es ja gefühlt alle paar Tage mal zu dem Berliner Hauptstadtflughafen. Und man liest da immer einfach so drüber, weil das, was da drin steht, ist irgendwie dann doch immer das Gleiche. Man hat wieder einen neuen Eröffnungstermin, der dann am Ende des Tages eh nicht gehalten werden kann. Das Thema ist für die meisten schon einfach völlig uninteressant geworden, weil man sich einfach nicht so lange am Stück mit einem nicht fertig werdenden Flughafen beschäftigen kann. Das funktioniert einfach nicht und es kommt ja auch nie was Neues bei rum. Muss man schon einfach mal so sagen. Mittlerweile will man allerdings einen völlig klaren Zeitplan aufgestellt haben, den man so auch auf jeden Fall definitiv einhalten möchte. Und diesen Zeitplan möchte ich euch aus dem Grund mal ganz kurz vorstellen. Der Flughafen als solches, der steht da ja auch schon seit ein paar Jahren. Die Start- und Landebahn gibt es schon, die Rollwege gibt es schon und das sieht auch alles sehr, sehr fertig aus. Es gibt das Hauptterminal, das Terminal Nummer 1, es gibt die Gebäude drumherum. Alles das, das steht schon und funktioniert schon. Und zum aktuellen Zeitpunkt, so heißt es zumindest, ist nur das Hauptflughafengebäude, das Hauptabfertigungsgebäude, also das Terminal Nummer 1, noch nicht von den Behörden als fertiges Gebäude abgenommen. Aber da ist man schon seit einigen Monaten dran. Man ist jedoch optimistisch, befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt noch im Prozess der Zulassung, sodass man dieses Gebäude dann im Sommer 2019 wohl endgültig als betriebsbereit bezeichnen kann. Dann soll nach Jahren der Nachprüfung, Nachbesserungen, Ausbesserungen und ja teilweise schon wieder größeren Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten endlich eine erfolgreiche Abschlussprüfung des Gebäudekomplexes erfolgen, woraufhin dann eine sogenannte Baufertigstellungsanzeige beantragt werden kann und soll, die dann das Hauptgebäude, das Terminal Nummer 1 und damit auch den gesamten Flughafen ab Frühjahr 2020 wirklich nutzbar machen soll. Hat man das alles hinter sich gebracht, dann wird der Flughafen noch einmal ausführlich mit mehr oder weniger echten Passagieren getestet. Und keine Angst, bevor ihr euch da jetzt irgendwie Stress macht, weil ihr jetzt Angst habt, dass ihr die Bewerbungsphase verpasst habt, weil ihr dort unbedingt Komparse sein wollt, keine Sorge, diese mehrere Tausend Testpersonen, die sucht man sich erst im Jahr 2019 zusammen. Da wird es dann eine Bewerbungsphase geben und da werden dann entsprechende Leute ausgewählt und dann mit Informationen versorgt. Und ab 2020, wenn dieser ganze Komplex dann auch wirklich fertiggestellt und von den Behörden abgenommen ist, dann wird das Ganze getestet. Also, das wird noch eine Weile dauern. Und jetzt denkt sich der ein oder andere vielleicht so, Mensch, da war ich doch gerade erst letztens zum Testen. Da habe ich doch schon einmal mitgemacht. Und ja, tatsächlich, knapp 10.000 Leute haben den neuen Berliner Hauptstadtflughafen schon einmal kurz vor der geplanten Eröffnung im Jahre 2012 getestet. Das ist also schon eine ganze Weile her. Und wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die damals dabei gewesen sein durften, die damals dabei gewesen sind, dann möchte ich euch heute nur daran erinnern, dass ihr euch im nächsten Jahr noch einmal bewerben könnt, um dann wiederum ein Jahr später diesen Flughafen noch einmal zu testen. Und dann könnt ihr uns ja hier berichten, was sich in diesen 8 Jahren dort getan hat. Da bin ich doch tatsächlich mal sehr gespannt. Übrigens, der aktuell angepeilte Eröffnungstermin des neuen Berliner Flughafens, der liegt jetzt mittlerweile im Oktober 2020. Aber es ist ein Eröffnungstermin, der mittlerweile vom Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH versprochen wurde.
das ist auch ein ganz netter, sympathischer Typ und der scheint auch echt ganz ordentlich zu sein. Also vielleicht wird es ja dieses Mal echt was. Da im Oktober 2020 soll auf jeden Fall das eben angesprochene Hauptterminal, das Terminal Nummer 1, eröffnen und damit auch der Flugbetrieb am gesamten Flughafen starten können. Das Hauptterminal, also dieses Terminal Nummer 1, ist quasi das letzte Puzzleteil, wenn man das mal so ganz grob betrachtet, was man überhaupt braucht, um aus dem Ganzen, was man da jetzt schon in den letzten ja quasi 10 Jahren gebaut hat, um daraus jetzt einen funktionierenden Flughafen machen zu können. Also darauf kommt es jetzt an, das Ding muss fertiggestellt werden, dann kann der Berliner Flughafen anfangen zu arbeiten und anfangen, Flugzeuge abzufertigen und dort auch Passagiere zu begrüßen. Dort sollen es dann mit diesem Hauptterminal Nummer 1 knapp unter 30 Millionen Passagiere pro Jahr sein. Über diese Zahl von knapp unter 30 Millionen Passagieren pro Jahr könnte man allerdings schon bei der Eröffnung Ende 2020 drüber kommen, denn in spätestens 24 Monaten soll auch das Terminal Nummer 2 betriebsbereit sein. Das gehörte allerdings immer schon als wichtiger Bestandteil zur Phase 1 des Berliner Flughafens dazu. Es sollte also theoretisch bei der Eröffnung sowieso stehen und fertig sein, aber mit solchen Planungen ist man mittlerweile durchaus sehr, sehr vorsichtig geworden. Deswegen hat man quasi eine Alternative dazu geplant. Würde man den Flughafen also mit einem fertigen Terminal Nummer 1 und mit einem im Bau befindlichen Terminal Nummer 2 eröffnen, wäre das quasi der Notfallplan, die Notfallalternative, die man sich da offen hält. Also ihr merkt schon, man ist da eine ganze Ecke flexibler geworden. Man baut sich nicht mehr ganz so krass in irgendwelchen Versprechungen ein, außer jetzt damit, dass man den Flughafen wirklich bis Oktober 2020 dann an den Start bringen möchte, aber das scheint man dann auch wirklich halten zu wollen. Jetzt muss man sich nur eine Frage stellen. Welche Fluggesellschaften kommen denn da dann überhaupt hin? Man muss ja ganz ehrlich sagen, dass nach der Air Berlin-Pleite die Hauptstadt Berlin als solches sicherlich immer noch ein enormes Potenzial bietet und es auch in der Umgebung der Stadt eine ganze Menge potenzielle Passagiere gibt, die diesen Flughafen dann nutzen können. Aber das Potenzial, das beschränkt sich mittlerweile hauptsächlich nur noch auf Billiganbieter. EasyJet, Ryanair, Laudamotion und so weiter. Denn man muss ja ganz klar sagen, dass Air Berlin als Fluggesellschaft aus diesem Flughafen ziemlich sicher kein großes Drehkreuz mehr machen wird. Aber dafür war der Flughafen eigentlich ausgelegt, geplant und gebaut. Jetzt muss man ihn also ein bisschen umstricken, damit er auch für Billiganbieter gut funktionieren kann und damit man den Billigfluggesellschaften auch entsprechende Angebote präsentieren kann, die dann für die jeweilige Kundschaft, also für die Airlines und für die Passagiere im direkten Sinne, damit das auch für die wirklich attraktiv und interessant ist. Denn soweit ich weiß, ist zum aktuellen Zeitpunkt keine der sogenannten Premium Airlines in Anführungszeichen oder schlicht und einfach nicht Low-Cost Carrier wirklich offenkundig am neuen Berliner Hauptstadtflughafen interessiert. Interessiert in dem Sinne, dass sie dort wirklich neue Routen aufbauen wollen, neue Langstrecken eventuell eröffnen möchten oder was auch immer und nicht in dem Sinne, dass sie einfach dahin umziehen müssen, weil der Flughafen Berlin-Tegel dann schließen wird, beziehungsweise auch der Flughafen Schönefeld dann irgendwann zwischen 2020 und 2030 dicht machen wird. Wirklich heiß drauf scheint da tatsächlich niemand zu sein, aber bereits im Frühjahr 2019, also bereits in wenigen Monaten, soll entschieden werden, wann, wo, welche Fluggesellschaft am neuen Berliner Flughafen platziert wird. Und eventuell auch schon in welcher Form, heißt mit welchen Flugzeugen. Und dann kann man sich ja schon denken, welche Strecken eventuell angeboten werden. Aber gut, das wird man dann sehen und das dürfte ziemlich spannend werden. Aber wie eben schon angedeutet, ich kann mir gut vorstellen, dass der Berliner Hauptstadtflughafen dann seine Traumfunktion als großes Drehkreuz von großen Main-Carriern, dass er das so ein bisschen umstellen muss und dann eher ein Drehkreuz für Billigfluggesellschaften wird. Was ja nicht schlimm ist, aber es muss halt auch funktionieren. Heißt, der Flughafen muss den entsprechenden Airlines auch wirklich gute Angebote liefern können. Und da muss man die Erwartungen sicherlich erstmal ganz weit unten ansetzen. Dazu heißt es auch, dass es in Berlin und Umgebung etwa 3 Millionen Langstreckenkunden gibt, die sich dann ja eventuell auch für eine entsprechende Langstrecke vom neuen Berliner Flughafen aus interessieren könnten. Denn aktuell müssen knapp 80% dieser 3 Millionen Langstreckenkunden, die in einem Jahr vielleicht sich einen Langstreckenflug dann irgendwo mal aussuchen, die müssen jetzt nach Frankfurt oder München oder wohin auch immer fliegen, weil sie aus Berlin heraus eben nicht die entsprechende Langstrecke fliegen können. Aber wer fliegt denn dann eventuell die langen Routen vom neuen Berliner Flughafen aus? Ein bisschen lustig wäre es ja tatsächlich, wenn das mit den Langstrecken nicht so üppig aussieht und die Regierung dann tatsächlich die Entscheidung trifft, die Regelungen bei Emirates etwas zu lockern, sodass die dann auch mit einem A380 nach Berlin fliegen dürfen, zusätzlich zu den 4 Airports, die sie in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt anfliegen dürfen. Nur damit man das große Flugzeug und die entsprechende mehr oder weniger lange Langstrecke auch an diesem Flughafen haben kann. Aber gut, das ist natürlich auch alles erst einmal nur eine Vermutung, aber da wäre ich auch sehr gespannt, was ihr über die ganze Sache denkt. Aber gut, keine Vermutung, sondern eine Tatsache ist es hingegen, dass das Ganze rund um den Berliner Flughafen eine ganze Menge Geld gekostet hat. Die ganzen Verzögerungen und allein der Fakt, dass dieser Flughafen jetzt Tag für Tag wieder nachgebessert, saniert werden muss, obwohl er schon als solches seit Jahren steht,
Das kostet wahnsinnig viel Geld. Das ist aber auch schon lange kein Geheimnis mehr. So soll der Berliner Flughafen dann bei der Eröffnung im Oktober 2020 knapp 6 Milliarden Euro verschlungen haben. Und ich dachte, daraus lässt sich jetzt eventuell eine super gute Überleitung zum neuen Istanbuler Flughafen basteln, denn der sollte laut Planung aus dem Jahre 2013, im Jahr 2014 hat man übrigens angefangen, den zu bauen, der sollte laut Planung aus dem Jahr 2013 7 Milliarden Euro kosten. Mit dem ganz kleinen, aber feinen Unterschied, dass dieser Flughafen dann nach Beendigung der ersten vier Bauphasen, für die dieser Preis berechnet wurde, dass der dann gut 150 Millionen Passagiere pro Jahr maximal abfertigen können sollte. Also knapp das Dreifache. Naja, das ist selbstverständlich ein enormer Unterschied, aber leider gibt es da auch jetzt aktuellere Schätzungen, die auf knapp etwas mehr als 12 Milliarden Euro hinweisen, die man benötigt hat, um den Flughafen jetzt an seine 90 Millionen Passagiere pro Jahr ranzubringen, also um die erste Bauphase abzuschließen. Ist also alles etwas undurchsichtig und damit ist die schöne Überleitung auch eigentlich wieder kaputt. Das einzige Interessante, was wir daran erkennen können, ist, dass man hier wohl von beiden Seiten sehr, sehr optimistisch an das jeweilige Projekt rangegangen ist. Aber der Berliner Flughafen, der spielt nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Na gut, aber einen großen Vorteil hat der neue Istanbuler Flughafen gegenüber dem Berliner Flughafen, denn der Istanbuler Airport ist offiziell zumindest schon in Betrieb, und zwar seit Ende Oktober 2018. Dieser Betrieb ist allerdings mit an einer Hand abzählbaren Flügen pro Woche sehr, sehr überschaubar und das, was man da Ende Oktober hingelegt hat, das war vielmehr eine Eröffnungsfeier ohne wirkliche Eröffnung des Flugbetriebes. Aber gut, es war auch von Anfang an klar, der große Ansturm am neuen Istanbuler Flughafen, der wird erst mit dem Umzug der türkischen Airlines dorthin kommen. Dieser Umzug hätte eigentlich in weniger als zwei Wochen zum Jahreswechsel stattfinden sollen. Daraus wird jetzt allerdings schon wieder nichts. Aufgrund von Verzögerungen bei der Vorbereitung, beim Testen, beim Fertigstellen und beim Bauen der jeweiligen Einrichtung, die Turkish Airlines dann für einen reibungslosen Betrieb an diesem neuen Flughafen benötigt, wird die Fluggesellschaft höchstwahrscheinlich eben nicht zum Jahreswechsel umziehen, sondern erst im März 2019. Außerdem haben die da auf der Baustelle beim neuen Istanbuler Flughafen zum aktuellen Zeitpunkt auch mit sehr, sehr starken Regenfällen zu kämpfen. Bedeutet, da stehen einige Teile der Baustelle wirklich massiv unter Wasser. Aber gut, so wirklich reibungslos läuft das also bei keinem neuen Flughafen. Aber naja, bis der neue Istanbuler Flughafen irgendwann mal so viele Verspätungen angesammelt hat wie der Berliner Flughafen, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, das wird noch eine ganze Weile dauern. Denn der Berliner Flughafen, den wollte man zum ersten Mal eröffnen. Da war man von der Grundsteinlegung beim neuen Istanbuler Flughafen, da war man noch zwei Jahre entfernt. Also da hat man noch lange nicht angefangen, den zu bauen. So viel also erst einmal dazu. Und damit soll es auch für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Und dann geht heute ein riesengroßes Dankeschön an Patrick noch einmal raus für eine sehr großzügige, sehr hilfreiche Unterstützung. Und an Christoph, der mich auch sehr großzügig jetzt auf meiner Patreon-Seite unterstützt. Vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung. Damit helft ihr diesem Kanal sehr. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.